Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Elden Ring. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind in der DLC-Vorbereitung und wollen jedes einzelne Gebiet hier durchspielen und alles einsammeln. Ich orientiere mich dabei an meinen Guides und heute soll es an das Randgebiet hier gehen, denn wir wollen den Eingang zur Hauptstadt, zu Leyndell freischalten und endlich hier in die Stadt vordringen. Ich hoffe, das gelingt euch in den nächsten Teilen und wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Ihr seht, ich bin immer noch mit meiner schwarzen Klinge hier unterwegs in meinem Doppeldolch-Setup. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier in diesem Gebiet so funktioniert. In der Schattenburg letztes Mal fand ich es ziemlich cool, weil man sich da, sage ich mal, so ein bisschen sneaky durcharbeiten konnte. Hier bin ich mal gespannt, ob das Setup noch so gut funktioniert, wie es das letzte Mal getan hat. Ich habe nochmal geschaut, ich habe das in einem Video von Rage Gaming Videos gefunden und deswegen benutze ich es jetzt auch nochmal in diesem Teil. Aber wir werden sicherlich auch noch andere Setups ausprobieren. Ich bin gespannt, wie wir heute vorankommen, vor allem jetzt hier schon mal beim Stürmen hier des Haupttors. Ich werde jetzt hier erstmal an allen vorbeidüsen. Wen wir aber besiegen wollen, sind die zwei Hauptgegner da vorne. Denn die droppen uns ein paar nette Sachen und deswegen wollen wir das natürlich nicht ganz verpassen hier. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die ein bisschen überraschen kann. Deswegen reite ich jetzt mal hier außen rum. Weil gegen diese beiden Reiter vor dem Haupttor habe ich keine Lust, mich gleichzeitig zu stellen, muss ich ehrlich sagen. Die können sehr, 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 sehr fies sein. Ich komme hier nicht durch. So, aber ich glaube, ich habe sie jetzt gelockt, indem ich da drauf zugeritten bin. Und jetzt reiten sie selber nach da vorne. Und im besten Fall kann ich es jetzt schaffen, einen von den beiden auf mich aufmerksam zu machen. Ah, anscheinend nicht aus dieser Entfernung. Auch nicht aus dieser. Okay. Verdammt. Vielleicht aus dieser. Okay, wir haben einen. Und der andere chillt. Das ist das, was ich haben wollte. Und im besten Fall kommt er jetzt zu uns. Ich gehe mal hier runter. Oh, was hat er jetzt gemacht? Er hat sich hier hochgebeamt vielleicht? Ja, er hat sich hier hochgebeamt tatsächlich. Verdammt, er wäre sogar deaccord gewesen. Das hätte ich nutzen sollen. Aber, oh, verdammt. Ich habe wieder mein Dual-Wielding am Start. Ist aber nicht schlimm. So, wir machen es jetzt wieder weg. Und, hoppala. Oh, ich muss... Okay, und weg. Wir machen doppelt, dreifach Attacke und jetzt können wir. Zack, 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 zack. Okay, 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 okay. Bis jetzt klappt es noch ganz gut. Wow, chill, Junge. Okay. Okay, okay, ich komme ganz gut klar mit einem. Ja. Oh. Verdammt, verdammt. Nahkampf gefährlich. Man muss schon sehr, sehr, sehr nah ran mit den Dolchen. Oh, das war riskant, da zu springen. Heilen. Was macht er jetzt? Okay. Jetzt verliere ich sie gerade ein bisschen. Ausweichen. Und ich habe ihn. Okay. Sehr schön. Den ersten haben wir. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, an den anderen schleiche ich mich jetzt mal ran. Wir trinken das. Wir machen uns unsichtbar. Und jetzt versuche ich einfach möglichst von hinten. Ich weiß gar nicht, ob man Pferde auch staggern kann. Aber ich versuche jetzt einfach möglichst viel Schaden in schnellen Abstand reinzubekommen. Okay. Nicht so viel, wie ich gehofft hätte, aber okay. Heilen.
weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, der hat verdammt gute Range. Und jetzt mit dem heiligen Messer hinterher. Noch ein. Das wirft ihn sogar zurück ein bisschen. Das ist sehr gut. Okay. Wir haben getradet, aber geschafft. Nice. Beide besiegt und dann kriege ich das Erdenbaum-Großschild und eine Heldenrune. Perfekt. Nice, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber ich habe auch einiges an Tränken gebraucht. Und jetzt sind wir offiziell hier in der inneren Mauer hier. Oder ja, sage ich mal, in den Randgebieten der Hauptstadt. Perfekt. Goldene Saat. Zweimal goldene Saat tatsächlich. Und jetzt heile ich mich hier direkt. Sehr, sehr schön. Und wir ruhen uns erstmal aus, weil ich brauche meine Tränke wieder. Und ich will jetzt erstmal hier hochgehen und diesen Abschnitt hier clearen. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich sogar hier gleich nochmal einen fiesen Kampf bestreiten. In diesem kleinen Lager, was wir da oben finden. Ich hau heute einen fiesen Kampf nach dem nächsten raus hier. Ich glaube, ich muss... Oh. Ich bin zu nah rangegangen. Schlecht. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich erst ein bisschen stärken eigentlich. Zack. Der kämpft da allein für sich gegen die ganzen Krieger, wie es aussieht. Ich bin auch nicht in meinem Setup. Okay. Bam, 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 bam. Vielleicht hau ich mal das hier. Reicht das auf die Range? Ja, ich habe ihn, glaube ich, erwischt. Okay, sehr schön. Vielleicht nochmal. Und dann machen wir das so und trinken unseren Trank. Das war kein gutes Timing. Nein, kein gutes Timing. So, jetzt bin ich bereit. Oh, er macht eine Explosion. Ah, verdammt. Alter. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, gerade noch ausgewichen. Ich muss drin heilen. Und drauf, 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 drauf. Oh ja, das macht Schaden. Ah, er ist zu weit weg. Verdammt, jetzt hat er mich erwischt. Ich bin zu früh gerollt. Bleib am Leben, bleib am Leben. Heile, heile. Wo ist er? Ich kann ihn nicht anvisieren. Heilen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ey, warum weiche ich eigentlich nichts aus? Wenn man einmal in so einem Modus drin ist, wo man nur noch heilt, dann funktioniert das nicht mehr so. Okay, das war gut, das war wirklich. So, schade, schade, schade. Der hat nicht mal eine Bossleiste, das ist ein Loser. Mach ihn platt jetzt. Okay, ich habe ihn. Ich muss mich mehr auf Ausweichen konzentrieren. Wenn man einmal in diesem Heiltrott drin ist, ey, dann kommst du da nicht mehr raus. Als man so fokussiert auf Heilen und das passt nie mit dem Timing vom Ausweichen her. Aber gut, ich hatte genügend Heiltränke, Gott sei Dank. Kein schöner Kampf, die zwei davor waren besser. Aber dafür können wir uns jetzt hier noch einen Riesenbrecher sichern. Sehr gut. Und ich glaube, dann reite ich einfach direkt hoch. Und wenn ich mich nicht alles täusche, ist da oben auch nochmal ein Ort der Gnade, an dem ich dann heilen kann. Weil es ist nicht weit zu dieser Kirche hier hoch. Oder? Gibt es hier nochmal Gegner? Ah, nur solche. Mal ausprobieren, was der so kann. Ja, easy. Da tun's die Dolche wieder. Komm her. Zack. Zack, zack. Ah, ich finde Dolche schon cool. Also es macht Spaß in dem Fall, mit denen zu kämpfen. Aber hier mit ranschleichen an diese großen Gegner ist natürlich nichts da. Ist nichts mit unsichtbar machen eigentlich. Aber gut, wir werden es weiter ausprobieren heute. Dann holen wir uns das Siegel der goldenen Ordnung. Und dann heile ich hier mal. Ausruhen.
Gnade rasten. Ah, hier kann ich sogar nochmal mit Melina sprechen. Hey, long time no see. Spoken echoes of Queen Marika, shall I share them with you? Yes, please. In Marika's own words, I declare mine intent. To search through understanding of the proper way. Our faith, those blissful early days of blind belief, my comrades. Okay. Vielen Dank. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt hier runter. In die Schlucht hier unten. Weil hier oben ist, soweit ich weiß, nichts mehr. Hier ist vorbei. Ich kann mal kurz gucken, ob hinter der Kirche nochmal was ist. Manchmal... Ah, da ist nochmal ein Gegner. Niedere Erdenbaumkirche, ja. Ah, hier haben die... Ja, genau. Hier kann man versuchen, zu dem Turm runterzukommen. Wir gehen aber einen anderen Weg, weil ich befürchte, da sterb auch ich so viele rote Flecken, Blutflecken, wie da gerade waren. Und deswegen gehen wir jetzt runter in das Tal. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier geht es ziemlich steil runter, ja. Gucken, dass wir da den richtigen Weg da hinten finden. Hier sind, glaube ich, sonst außer Wölfen und Co. ist hier nicht viel. Hopp, alles klar. Und dann gehen wir hier den Weg runter, perfekt. Ja, das gefällt mir. Und hier haben wir nur so ein paar von diesen Gifteiern. Oder wie auch immer die heißen. Oh, und, ah, guck mal. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt muss ich nur gucken, wo der lang kommt. Ich bin mir fast sicher, dass der... Oh. Kommt der nicht hier irgendwo durch? Ja, ich glaube, er kommt. Er kommt, er kommt. Verdammt. Verpasst. Okay, aber er muss ja dann auch wieder zurückkommen. Es ist nur die Frage... Oh, mit diesen... Kriege ich ihn... Da kommt er... Oh, okay, oh, Glück gehabt. Okay, Gebetsschrei. da ist es wirklich schwierig, mit diesen kurzen Dolchen den Dinger zu erwischen, ey. Na gut, wir haben ihn. Wir haben die Kriegsasche erwischt. Und jetzt ist da hinten ein Tunnel. Und in den wollen wir rein. Denn der sollte uns zu dem großen Turm führen. Und das würde ich gerne heute schaffen, hier durch diesen Tunnel mal Minimum zu kommen. Beziehungsweise wir schaffen noch viel, viel mehr. Aber das ist so ein Tunnel mit ganz, ganz vielen versteckten Wänden, wenn ich mich recht entsinne. Zum Beispiel hier. Ja, wunderbar. Hier sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Hi, Kumpel. Ach so, gegen die sind die Dolche ist natürlich nicht so tolle. Muss ich sie vielleicht von hinten schlagen oder wir gehen so ran. Ja, da funktioniert das schon besser. Perfekt. Rums. Dann dich noch. Zack. Und dich krieg mal so. Bam. Sehr schön. Dann haben wir das. Zack, zack, zack. Alles einsammeln hier. Da ist noch einer. Auch erwischt. Vielen Dank. Und ich habe schon gesehen, wer sich hier versteckt und mir eine Falle stellen will. Brutal. Wenn man sich nämlich hier die Truhe nimmt, dann wartet der auf einen. Ich bin fast sicher, da ist noch einer, oder? Oder auch nicht. Nee, scheint fast nicht so. Das noch mit und die Truhe. Oh, Schmiedesteinschürfer Nummer 2, Klangperle, perfekt. Und ein Aufzug. Ab geht's. Ich kann mich ja mal, wenn ich die Zeit schon nutze, hier ein bisschen waffen. Vielen Dank. Einfach random. Und dann ist hier nochmal eine versteckte Wand.
Ich glaube, hinter dem geht es nochmal weiter, ja. Super tief geht's hier rein und immer nur versteckte Wände. Gemein, ey. Gehen wir hier rein. Moin. Ups. Eieiei. Und zack. Noch mehr. Ja, und... Oh, guck mal. Da muss ich aufpassen. Die wartet auf mich. Ah, ich erinnere mich. Ja. Oh, da muss ich die nutzen, um das da aufzubekommen. Aber da unten gegen die zu kämpfen, ist natürlich auch fies. Steinschwertschlüssel erstmal mitnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Jetzt passt mal auf. Ich trinke jetzt erstmal so einen Trank. Und dann kann ich schauen, ob ich... Das reicht nicht. Reicht das? Nein, okay. Ärgerlich. Wie sieht's hiermit aus? Okay, damit mache ich Schaden. Gucken, ob ich sie anzünden kann. Ja, brennt schon mal. Halte das. Ich will zumindest ihr mal ein bisschen schon mal Gesundheit abziehen, dass ich gleich nur noch einmal draufhauen muss. Weil sonst wird das da unten ein Horror. Zack. Ja, wunderbar. Brenn. Okay, ich denke, das sollte passen, oder? Sagte er selbstbewusst. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier rüber. Oh. Hol uns die Jungs hier. Das ist knapp, knapp, knapp. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg. Aber wir wollen natürlich erst hier runter. Ah, guck mal, wie viele da unten schon gestorben sind. Ich nehme mal einen Halt dran. Und dann gehe ich hier. Ja, sie ist jetzt aktiv. Und kommt auch schon. Ich fahre schnell dahin. Kommt sie, kommt sie, kommt sie. So, jetzt ist die Sache. Ist es offen? Nee. Immer noch nicht. Komm her, komm her, komm her. Ja, das ist natürlich... Ah, okay, sie ist offen, sie ist offen. Sie ist offen. Verdammt, das war nicht ein Schlag. Aber jetzt. Okay, perfekt. Der Plan hat funktioniert. Ah, man muss manchmal einfach ein bisschen vorsichtig sein. Für die Schmiedesteine. Perfekt. Alles klar. Haben wir das auch. Und können jetzt hier noch die Sachen einsammeln. Oh, Runenbogen. Nice. Wird direkt aktiviert. Zack. Vielen Dank. Und dann nehmen wir uns das hier mit. Und dann muss ich wieder hoch. Um den anderen Weg zu gehen, glaube ich. Okay, perfekt. Kommt doch besser hier voran, als ich dachte. Aber diese Tunnel können echt fies sein. Und wir wollen ja jetzt noch bis zu dem Turm kommen. Tatsächlich gibt es nämlich hier in diesem Tunnel einen Hinterausgang, der uns letztendlich zu diesem Turm bringt, wo man immer die großen Runen aktivieren kann. Wir haben die große Rune zwar noch nicht, die man da aktiviert. Das ist nämlich die Rune von Rykard heißt der, glaube ich, ne? Der Schlangenhalbgott da. Und, oh. Moment. Ja, genau. Alles klar. Dankeschön. Ich hätte gern das und das. Vielen Dank. Ihr dürft ruhig auch explodieren, wenn ihr wollt. Cool. Das noch mit. Und euch auch noch mit. So, ich glaube, sind hier noch mehr? Ja, hier ist noch mehr. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir müssen die... Oder... Oh, ist das gemein. Oh, der ist super gemein. Hinter den Dingern, wenn man da durchrollen will. Das ist fies. Der hat mich erwischt, gebe ich offen zu. Ah, oh, der hat mich fies erwischt. So, jetzt aber nochmal hier durch. Oh. Bums. Okay. Hä?
War nicht hier noch irgendwo muss doch hier noch mal eine versteckte Wand sein. Oder war sie doch da, wo die Explosion ist? Ah, jetzt muss ich noch mal gucken. Aber irgendwo muss man hier weiterkommen. Ah, ist doch hier. Okay. Alles klar, alles klar. So, hier scheinen auch schon ein paar gestorben zu sein. Also Vorsicht. Jupp, passt. Gehen wir hier runter. Okay, auch das überlebt. Hier und den Sprung schaffen, oder? Natürlich. Ums. Okay, alles mitnehmen. Und ich glaube, dann sind wir beim Boss. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Ist da noch was? Hallo? Ne, das ist eine Sackgasse. Okay, ich mach mal kurz hier. Moment. Einmal den hier. Vielen Dank. Einmal den hier. Oh, und den hier auch noch. Und noch den. Und dann sind wir ready. Wer kommt? Du kriegst jetzt mal zweimal meinen Dolch ab. Perfekt. Dann nehmen wir den hier. Und dann kriegst du die einige hinterher. Boom, weil die macht nochmal ein bisschen mehr Durchschlag hier. Easy. Reicht. Autsch. Okay, er hat mich einmal erwischt. Hä, du lebst noch? Nicht mehr lang. Perfekt. Nice. Ich finde die Kombi funktioniert sehr, 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 sehr gut. Jetzt gehen wir hier raus. Es ist Nacht. Okay. Und hier ist der Turm. Ich habe die große Rune nicht, von daher können wir jetzt hier nicht rein, aber ich wollte euch den Weg zeigen und dann werden wir, wenn wir die große Rune von Rykard haben, nur noch hier zurückdroppen an den Ort der Gnade und aktivieren. So, und jetzt können wir wieder hier hin und in die andere Richtung vordringen von dem Gebiet. Dann kommen wir hier schon gut voran, würde ich sagen. Vielleicht mache ich nochmal Tag. Wir vertreiben uns die Zeit bis zum Morgengrauen. Oh, verdammt. Ich glaube, jetzt kommt gleich der nächste große Kampf, ne? Oh, ja. Hier auf der Treppe. Ja. Jetzt kommt schon der nächste große Kampf. Ich stärk mich wieder. Zack. Das hier. Und so. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, der kommt hier. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der irgendwo angeflogen kam. Wie war denn das? Ja, der kommt angeflogen. Jupp. Okay, er kommt nicht auf mich geflogen. Schon mal was. Oh, Gargoyles, ich hasse sie. Alter. Ja, ich habe den schlimm in Erinnerung und er ist schlimm. Er ist schlimm. Ja. Aber er brennt schon von meiner Flamme. Das ist gut. Okay. So, ich wollte weg. Perfekt, ausgewichen diesmal. Halte das. Oh, ich bin außerhalb der Range. Okay, komm. Er verliert schon ordentlich ins Gesundheit. Ich muss heilen. Ja, zu langsam. Verdammt. Oh, die sind fies. Alter, hat er mir viel Schaden gemacht. Oh, verdammt, okay. Nochmal versuchen. Der ist heftig, ja. Die Gegner werden jetzt langsam heftig. Aber ich finde, besonders diese Kerle können eine Durchschlagskraft haben. Das ist nicht mehr schön. Ich hoffe jetzt fast, ich kriege meine Runen, bevor der da angeflogen kommt. Ja, komm, ich mach mal sicherheitshalber meine. Zumindest das Golden Vow. Und den Kollegen hier. Zack. Ja, da kommt er schon. Schnell. Okay, die haben wir. Anfangsruhe nicht so wirklich genutzt. Ich gehe mal weiter runter, dann sind meine Runen im Not.
Notfall ein bisschen weg von seinem Spawnpunkt. So, jetzt halte nochmal das. Das ist die Superattacke, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Und noch einmal. Oh, oh. Heilen. Ach ja, der wechselt auch noch Waffen. Nein, 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 nein. Heal. Oh mein Gott. So, und jetzt attackieren. 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 Alter, wie zur Hölle macht der so viel Schaden? Mit einer Attacke macht er mich komplett platt. Okay, ich muss mich jetzt mehr aufs Ausweichen. Man kann den Attacken gut ausweichen. Ich bin nur die ganze Zeit am Healen und denke, ich tank das schon weg. Aber von wegen tank ich hier was. Okay, jetzt mache ich ein Blatt. Jetzt mache ich ein Blatt. Es ist beschlossen. Wir machen als erstes. Zack. Dann das hier. Schuss der Flamme. Wo ich immer nicht sicher bin, ob das überhaupt was bringt, aber ich mach's. Dann trink mal den. Und dann so und so. Ordentlich einen abbekommen. So, heilen. Ich habe immer die Hoffnung, dass ich durch die Sprunganimation so ein bisschen auf seine Attacke ausweiche, aber den ist leider nicht wirklich so. So, ups, falsch, so. Okay, 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 diesmal gut ausgewichen. Zack. Ja, mit dem Dolch brauche ich nicht versuchen anzukommen auf so einen großen Gegner, da schlage ich nur daneben. Okay, ich habe ihn. Komm, ausweichen und noch einen. Oh, wichtig. Gargoyles große Axt. Aber diesmal mit Ansage, ey. Ja, man muss sich nur aufs Ausweichen ein bisschen mehr konzentrieren und nicht immer aufs Heilen. Ich tendiere gerne mal zu Panikheilerei. jetzt gehen wir hier lang. Holen uns hier die Schmetterlinge. Wie war denn das? War da unten in der Schlucht noch was auf der Seite? Soll ich mal kurz gucken? Komm. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, es reicht ja. Alles klar. Das war knapp. Aber hier ist nichts mehr, ne? Hier seid nur ihr. Ne, okay. War das noch mit? Das noch mit. Und dann gehen wir wieder hoch. Alter, das ist ja der höchste Sprung aller Zeiten. Okay. Ja, passt. So. Im besten Fall gibt es jetzt hier nochmal einen Ort der Gnade. Und auch nochmal die goldenen Saaten. Das ist echt Wahnsinn, wenn man hier hinkommt. Hier gibt es 5 goldene Saaten kurz hintereinander. So viele gibt es nirgendwo so schnell aufeinander folgen, glaube ich. Ich könnte schwören, hier ist irgendwo ein Ort der Gnade auch. So, was ist mit dir? Finger zeigen. Tarnished and whatever the fingers. Okay, also ich soll zum Fuß des Baumes. Ich mache mich schon auf den Weg zum Fuß des Baumes. Guck mal, wer da ist. Ich erledige jetzt erstmal dich. Und dann im besten Fall. Hey, da ist noch einer. Komme ich an den Rand von hier? Ernsthaft? Weil ich glaube, das ist so einer, der verschwindet, wenn man zu nahe kommt, oder? Ja, das ist so einer. Okay. Wo ist er hin? Weg. Ernsthaft? Verdammt. Okay. Muss ich nochmal kommen, um mir den zu holen. Der ist anscheinend weg, weg, weg. Aber ich kam von da nicht mit einer Fernattacke dran. Achtung, Jungs. Dass das nicht durchgeht, finde ich schade. Dass das nur immer einen Gegner trifft. Das ist wirklich sehr, sehr schade.
Das wäre noch cooler dann. So, wir wollen dich hier. Du bist nämlich am nervigsten. Oh ne, ich muss mich korrigieren. Du mit der Flamme bist am nervigsten. So. Ums und weg. Dann nehmen wir uns den Gegenstand, der hier liegt. Wegen dir sind wir da. Verlorene Kriegsasche. Und reiten einfach weiter. Euch lassen wir leben. So großzügig sind wir jetzt einfach. Und dann gucke ich, ob ich einen Ort der Gnade finde, um den Skarabäus zu resetten. Es müsste hier irgendwo noch einen geben. Naja, da oben. Oh, aber ich glaube auf dem Weg dahin. Ja. Okay, komm, was soll der Geiz? Ich probier's. Kennt ihr den? Der kann uns jetzt reichlich Probleme machen. Mhm. Der verwandelt sich nämlich. Und dann kommt unser erster großer Fight, das Rebattle. Ich hab vergessen, dass du so Dolche schmeißt. Zack, halte das. Und nochmal bitte. So, jetzt gehen wir wieder in. Okay. Hopp. Zack. Oh, du beamst dich zurück. Okay. Ach, ich bin aus deinem Feld gegangen, alles klar. Um. Heilen. Da wollte ich einmal in den Nahkampf. Das war ein Fehler, ey. Uiuiui. Und hopp. Lieber gleich den hier. Okay. Ah, verdammt. Da hat es damit nicht gepasst jetzt, aber. Ey, du hast auch gut Gesundheit, ne? Halt das nochmal. Oh, jetzt wird's eng. Ja, ja. Ah, verdammt, ich bin in die Kuhle reingefallen und da konnte ich nicht richtig ausweichen. Ah, ich wusste, dass das schwieriger wird. Marikas Pfahl. Nee, komm, wir nehmen den letzten Ort der Gnade, weil dann kann ich mir noch den Skarabäus vielleicht noch sichern. Hm, dann sitzen wir nochmal hier komplett hoch. Ich könnte schwören, da oben vor der anderen Stelle war auch nochmal ein Skarabäus, aber wahrscheinlich ist der ganz oben hinter Margit, Morgoth, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Egal. Jetzt reite ich hier nochmal hoch, hoffe, dass der Skarabäus wieder da ist, hol mir meine Runen wieder und dann probieren wir das nochmal. Ich war eigentlich nicht schlecht. Woran scheitert's? Ich habe mich geheilt in dem richtigen Moment wahrscheinlich. Der macht es aber einem auch manchmal ein bisschen schwierig mit dem Heilen, weil der immer seine Messer dann wirft. Das kann extrem nervig sein. So, jetzt probiere ich es mal mit dem hier. Ja, also geht doch. Goldene Parade. Alles klar. Und dann gehen wir nochmal da hoch. Jetzt habe ich natürlich das Thema. Meine Runen sind wahrscheinlich. Na, vielleicht kriege ich sie. Ich gehe mal so rum hin. An ihm vorbei sozusagen. Dann cast ich kurz meine Verstärkung. Zack. Zack, dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Und so, perfekt. Jetzt darfst du dich verwandeln. Ja, mach hinne. Und Angriff. Okay, gleich nochmal hinterher. Knapp. Nochmal hinterher. Und nochmal. Hopp. Oh oh. Okay, alles gut. Eins. Und nochmal den.
Autsch, unnötig. Zack, das war gut. Ausweichen. Warum weiche ich da nicht aus? Oh nein, ich gehe wieder. Ich gehe wieder in so einen verdammten Krater rein. Hier habe ich verloren, wenn ich drin stecke. Komm näher, komm näher, komm näher, sonst reicht das nicht. Okay, perfekt. Noch einen. Ich habe ihn, oder? Ich habe ihn. Oh, ich lebe nicht. Enge Nummer, aber geschafft. Smaragdbernstein des Medaillons. Gesichert. So, hier waren wir in einem der altes Plateau-Videos schon mal, haben wir schon mal durchgelugt und hier ist auch ein Ort der Gnade. Perfekt, den wollte ich aktiviert haben. Und jetzt können wir von hier aus immer anfangen, das ist schon mal sehr beruhigend. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier oben noch was war. Ich sehe da einen Riesen. Ein paar Dudes. Ich will jetzt nur nach Items kurz gucken. Zum Beispiel sowas hier. Reste plündern, Adernblatt, na gut. Das habe ich hier zumindest in meinem Guide nicht drin. Eigentlich gehe ich dann davon aus, dass hier nichts Wichtiges ist, aber wahrscheinlich habe ich einfach auch mal wieder was verpasst. Oh, da ist so eine singende. Hier ist ein Item. Goldene Rune 10. Naja, gut, komm, die nehmen wir mit. Alles andere geschenkt. Gegen die Fledermäuse muss ich jetzt nicht kämpfen. Noch gegen den Riesen. Ist der überhaupt noch am Leben? Schläfst du oder bist du tot? Der schläft. Jupp, der schläft. Okay, alles klar. Weg, weg, weg. Nein, nein, schon okay. Schlaf ruhig weiter. Ich wollte dich nicht wecken, Kumpel. Alles gut. Alles gut. Wir wollen hier eigentlich nur weiter. Wir haben Dinge zu tun. So. Wir haben jetzt gesehen, da hinten der Haupteingang, in Anführungszeichen, der war zu. Das war da, wo wir die Asche gefunden haben, dieser Skarabäus war. Und deswegen suchen wir jetzt einen anderen Eingang hier in das Gebiet und gehen dementsprechend die Mauer weiter entlang. In der Hoffnung, dass jemand den Seiteneingang offen gelassen hat. Und um da reinzukommen, braucht man tatsächlich zwei große Runen. Wir haben mittlerweile schon drei. Wir haben Renala besiegt, wir haben Godric besiegt und Radahn. Und es gibt sogar noch eine vierte, die wir uns holen können, bevor wir in die Hauptstadt gehen. Nämlich von Rykard, dessen Turm wir gerade freigeschaltet haben. Aber ich mache Rykard gerne, nachdem wir in der Hauptstadt waren, bei der, oder das Gebiet zumindest, ist nicht ohne, sagen wir es mal so. Alles klar. So, jetzt gehen wir hier ran, aktivieren den hier noch. Na, verdammt, war klar. Okay, okay, okay. Heilig! Und noch heiliger! Bums. So, eigentlich finde ich, wenn man Heiligschaden macht, sollten die gleich liegen bleiben hier, die Skelette. Das wäre nur fair. Jetzt reden wir einmal kurz mit dem netten Herrn hier. Kaufen uns drei Runenbögen. Nice. Sowas hier. Random hier so ein paar goldene Sonnenblumen. Und Outfits natürlich. Ah, und diese Fackel hier, das ist die Fackel, was ich letztes Mal erwähnt habe, wo man Unsichtbare sichtbar machen kann. Also, das, was ich hier manchmal nutze, dass ich unsichtbar bin, das wirkt nicht, wenn jemand die Fackel draußen hat. So, glaube ich zumindest, funktioniert diese Fackel, weil man die Nacht des schwarzen Messers, oder wie das hieß, verhindern wollte mit dieser Fackel. So, und jetzt, wenn ich hier in die Nacht reingehe, könnte es sein... Naja, der ist noch da. So, jetzt muss ich nochmal rasten in der Nacht. Und dann ist er weg. Ja, genau. So, und jetzt haben wir das Thema. Das hier nehme ich jetzt gleich. Ein guter alter Freund auftaucht. Deswegen... Schön buffen. Und zack, und hallo sagen. Ja, da ist er. Klangperlenjäger. Oh, hasse ich ihn. Dem sein verdammtes Schwert. Ihr habt es in der letzten Episode, haben wir ja schon gegen diese Attacke gekämpft. Und ich mag sie nicht. Nein, ich mag sie überhaupt nicht.
Oh, oh, jetzt habe ich ein Problem. Heilen, heilen. Okay, Overkill geheilt. Alter, der macht noch viel mehr Schaden. Was zur Hölle? Wie viel Schaden macht der? Okay, das probiere ich jetzt noch einmal, aber das ist ja viel zu krass. Oh, und jetzt muss ich jedes Mal wieder in die Nacht. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Nachteinbruch. Dann gucken, ob der Händler noch da ist. Der Händler ist noch da. Dann nochmal rasten. Und dann kommt er. Aber der war gerade viel, viel zu heftig. Ich mach nochmal den Buff. Zack. Okay. Und dann probieren wir halt nochmal unser Glück. Oh, schlecht. Guter Start. Erstmal die falsche Waffe in der Hand. Ey, sorry, aber wie viel Damage macht dem... Eine Attacke bitte bei dem. Okay, jetzt muss ich wirklich mich ein bisschen fokussieren hier bis... Oh, meine Runen. Meine Runen. Ja. Oh, oh, Panik, Panik. Panik. Nein. Oh, gerade so ausgewichen. Jetzt kann ich von mir aus sterben. Jo, jetzt kommen wieder die Skelette. Das hat mir noch gefehlt. Macht ihr die Skelette auch platt? Nicht gut. Der macht die Skelette auch platt, aber die nerven jetzt trotzdem die ganze Zeit. Und, ja. Weg, weg. Und... Attacke. Einmal. Oh, verdammt. Okay. Und Attacke. Ich muss es langsam spielen. Ich habe sonst keine Chance. Einmal. Hey, keine. Wie zur Hölle? Ich will es noch einmal probieren. Ich will es noch einmal probieren. Aber der ist mir ein bisschen zu heftig, glaube ich. Ich weiß, dass ich den als Magier vom Pferd aus ein bisschen gecheased habe, kann ich mich erinnern. Weil der einfach heftig ist. Also diese Klangperlenritter und auch dieser Gegner, ihr habt zuletzt mal in der Schattenburg gesehen, ich komme mit dem super schlecht klar. Ich weiß nicht, ob es die Range ist seiner Attacken oder ich einfach da auch nicht das richtige Timing finde zum Ausweichen. Aber ich finde ihn sehr, sehr nervig, muss ich ehrlich zugeben. So. Machen wir es noch einmal so. Bumm, bumm. Und gib ihm. Oh, schon wieder. Falsche Waffe. Zack, gib ihm gleich nochmal. Mit dem Schild. Gut, gut, gut. Oder ist es besser, auf an ihn ranzugehen? Jetzt kommen hier wieder die Skelette, wenn die nicht wären. Das wäre schon mal deutlich besser. Okay, so weit war ich noch nie. Perfekt. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass sie wieder auf Range kommen. Jo, genau, ist klar. Ich hoffe, das tut ihm auch was, ey. Sonst wäre das sehr, sehr unfair. Was ist denn das für ein Skelett, bitte? Das habe ich noch nie gesehen. Was bist du für ein Skelett gewesen? Ich gehe jetzt nur noch auf meine... Jetzt hat der sich dazwischen geworfen. Spitze. Ja. Ja, ich komm nicht zum Ausweichen. Das staggert mich so sehr, dass ich nicht zum Ausweichen komme. Oh, nervt mich das jetzt. Ich bin genervt. Okay. Passt auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir holen uns unsere Rune. Und zumindest gehe ich jetzt einmal hier hin. Ach so, das bringt mir gar nichts. Sobald ich wieder raste, ich muss erst rasten. Ich muss erst rasten, muss die Nacht warten. So. Dann muss ich nochmal warten. Okay, jetzt kommt er. Jetzt trigger ich die Skelette, weil die gehen mir auf den Geist. So. Mach die kurz fertig. Das wollte ich nicht machen.
Ja. Du auch. Ja. Ich glaube, es sind nur die zwei hauptsächlich, ne, die mir hier Probleme machen. So, und jetzt können wir nochmal leveln. Jetzt bitte einmal die richtige Waffe auswählen. So. Und los geht's. Okay. Konzentration. Ich bleibe jetzt einfach bei dieser einen Attacke hier und hoffe, dass ihm das über Zeit genügend Schaden macht. Rums. Weg. Warum nicht weg? Und er kommt ja näher zu mir. Zack. Okay. Ich renne. Ey. Wehe. Wehe. Guck, der hätte mich fast schon wieder gekillt. Jetzt bin ich wieder in der Range von den Skeletten, weil ich jetzt hier runtergerannt bin, weil ich Angst habe. Ich muss an ihnen vorbei. Ja, die Nahkampfangriffe sind nicht besser. Weg, weg, weg. Heilen, heilen. Ich spring da nicht mal drüber in irgendeiner Form. Weg. Er hat nicht mehr viel Gesundheit, aber er hat noch genug. Nochmal. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Weg, 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 weg. Und... Oh Gott sei Dank. Meine Güte. Was ein fieser Typ, ey. Klangperle des Medizinhändlers, Gratulation. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das antue. Oh mein Gott, ey. Die sind so heftig, die Jungs. Ich bleib mal ganz kurz in der Nacht, weil ich glaube, ich muss mich nochmal einem schwierigen Gegner stellen. Ich weiß nicht. Alles, was in der nur ausschließlich in der Nacht stattfindet, ist irre. Das sind einfach keine guten Gegner. Klangperlenjäger sind keine guten Gegner und was jetzt auf mich wartet, ist auch kein guter Gegner. Ich glaube, hier ist das. Ja, das ist hier definitiv. Und hier sind auch noch so verdammte Schnecken dabei. Guck mal, wer da wieder ist. Endlich mal wieder ein Todesvogel. Hab ich dich vermisst. Ich bin aber auch der Ausweichking heute, ey. Ich bin heute eindeutig der Ausweichking. Weg. Jetzt gehen wir mal hier Heiligenschaden drauf. Okay. Komm nochmal ein. Ja, der ist besser. Jetzt weich doch mal aus. Egal, heilen. Rollen. Okay. Viel, viel besser. Viel, 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 viel besser. Gott sei Dank, ein leichterer Kampf. Zwillingsvogel-Drachenschild, vielen Dank. Ich glaube sogar theoretisch, dass hier... Liegt hier nicht. Normalerweise liegt hier, glaube ich, sogar noch eine Klangperle, die jetzt in diesem Fall nicht hier liegt. Aber die könnt ihr einsammeln, wenn ihr sie noch nicht habt. Die Drachenvogelfeder, was auch immer, Perle. Wartet, ich guck mal kurz. Die sind ja hier. Die hier. Die findet man da. Kristallträne meine ich natürlich, nicht Perle. So, okay. Kriegt man noch was hin heute? Oh, was ein schlimmes Gebiet, ey. Wahnsinn. Aber jetzt, ich bin froh, jetzt habe ich die Nachtkreaturen heute hier geschafft. Die ganzen Skelette sparen wir uns, weil ihr wisst, wie ich Skelette liebe. Und jetzt gucke ich noch einmal kurz da runter. Hier sind auch noch ein bisschen Skelette. Und ich glaube, da unten, das sind Wölfe. Sonst ist da nichts, ne? Ne, ne, das ist nur der andere Weg. Guck mal, da sitzt noch ein einsamer Riese da an dem... Guck da runter, der ist mir auch noch nie aufgefallen. Hm, okay. Ich wollte euch aber eigentlich noch was anderes zeigen. Und zwar, wenn man hier jetzt weiter reitet, gibt es nämlich irgendwo einen Ort der Gnade, den ich gerne mal aktivieren würde. Irgendwo hier. Bitte.
bevor diese Riesen kommen doch eigentlich, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, hier wäre irgendwo ein Ort der Gnade. Habe ich das falsch in Erinnerung? War hier keiner? Zack, hier ist keiner. Ich könnte schwören, hier gibt's einen. Nee, anscheinend. Anscheinend nicht. Witzig, der mit dem Pfeil und Bogen hat die Jungs hier schon umgehauen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass er mich nicht auch noch umhaut. Tja, ich hätte schwören können, hier gibt es einen Ort der Gnade. Aber gut, wir gehen jetzt hier mal hoch, weil da ist der niedere Erdenbaum. Und da wollte ich heute auch noch mal vorbeischauen. Uiuiui, der Junge haut von überall hier seine Pfeile her. Achso, vielleicht sollte ich mich mal erstmal auf den Großen hier konzentrieren. Uiuiuiui, okay. Kann ich irgendwas machen, was hier alle? Sowas vielleicht? Macht euch das alle platt? Ja, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Und dann wieder sowas. Nice. Und nochmal. Okay. Und nochmal. So, geht doch. Alles entspannt. Jetzt musst du nochmal sterben. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Perfekt. Das gibt jetzt keine Belohnung, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil hier kriegt ihr nochmal 2 Kristalltränen. Also es lohnt sich, hier vorbeizuschauen, wenn ihr auf der Suche nach mehreren Kristalltränen seid. So, und jetzt gibt es natürlich noch einen relativ großen Part dieser Randgebiete, die noch offen sind. Und zwar, wir sind jetzt hier beim niederen Erdenbaum. Hier oben gibt es noch einen Bossfight, der uns den Eingang in die Stadt gewährt. Aber es gibt auch noch diesen unteren Part hier. Ihr seht das hier. Und hier ist ein höllisches Grab und eine höllische Gruft. Und die machen wir im nächsten Part. Aber jetzt gucke ich doch nochmal, weil ich könnte schwören, hier ist irgendwo eine Gnade. Und ich wollte auch nochmal zu diesem Riesen da unten gucken, ob da vielleicht nochmal was ist. Habe ich das völlig falsch in Erinnerung? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich könnte schwören, es gab hier außerhalb der Reichweite, also ungefähr hier, einen Ort der Gnade. Ah, interessant. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Oder ist der hier weiter oben? Aber hier ist doch der Friedhof gleich. Na gut, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Kann schon auch sein. Weil die Jungs schießen hier ja schon überall rein. Das heißt, wenn man da in der Gnade sitzt, kriegt man einfach einen Pfeil um die Ohren. Hat eine wahnsinnige... Alter. Eine wahnsinnige Range. Ja, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Na gut, jetzt reite ich hier noch einmal entlang. Wo war denn jetzt dieser einsam aussehende Riese da? Da ist er. Der sieht so aus, als hätte er irgendwas, oder? Als wüsste er was. Deswegen wollte ich dem mal noch Hallo sagen heute. Hey Kumpel. Was ist los? Was guckst du da runter? Was ist da? Willst du eine Flamme in den Rücken haben? Ist es das, was du brauchst? Nee? Okay. Das sind weniger Schaden, als ich gehofft hatte. Ja, erstmal ein Krollen, genau. Dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit hier. Bis der sein Schwert rausgeholt hat, ey. Reicht dann aber auch. Zack. Wunderbar. So, ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, was du denn da geguckt hast. Oder ob du mir irgendwas gibst. Der hat hier nur in den See geschaut. Irgendwie tut er mir leid, jetzt wo ich ihn da einfach gestört habe. So völlig ohne Grund. Na gut, na gut, na gut. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Da ist noch ein Gegenstand bei den Fledermäusen. Goldene Rune. Nee, anscheinend. Bin ich dann so weit gekommen heute ausnahmsweise mal, wie ich kommen wollte tatsächlich, weil ich mir für die nächste Episode wirklich Zeit nehmen will
für diese angesagten Gräber und Gruften, die da auf uns warten. Das sind wirklich zwei fiese Dinger. Und da jetzt da oben wieder erwarten kein Ort der Gnade ist, reite ich jetzt einfach zu dem, den wir hier schon aktiviert haben. Und dann kann ich nur noch sagen, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Folgt mir gerne auf Instagram, Link in der Videobeschreibung, Bumblebee on Tour. Und nächstes Mal, oh ja, kann man auch mit Melina reden. Moment, Moment, PS, mit Melina sprechen. Was hast du hier zu sagen? Ah, nochmal ein Echo von König Marika. Na bitte, ich bin interessiert. In Marikas own words, hear me, demigods, make of thyselves that which ye desire. But should ye fail to become a mounting only to Vielen Dank fürs Teilen. Wirklich, das hat sehr viel Freude gemacht. Na gut, also wir haben jetzt den kompletten unteren Teil des Randgebiets erkundet. Wir haben sogar den Heiligenturm von Westaltus geholt. Wir haben sehr, sehr viele, Samen gefunden. Wie heißen sie denn? Goldene Saat, so rum. Der Eingang ist verschlossen, aber wenn ich das richtig sehe, ist da auch ganz viel Wasser hinterher. Also eigentlich wäre hier eher ein Eingang. Naja gut. Das auch nix, sondern wir nehmen den Seiteneingang. Hier, nächstes Mal. Vorher kümmern wir uns um den See, um diese zwei Dinger. Die haben es in sich versprochen. Und dann um den Boss, um die Stadt zu betreten. Ich freue mich drauf. Hoffe ihr auch. Bis dahin und tschüss.